Hi, mein Name ist Dominik und in diesem kurzen Video möchte ich euch einmal zwei sehr hilfreiche Funktionen in Word vorstellen. Und zwar sind das die erweiterte Suche und das Ersetzen von Zeichen. Zunächst mal ganz basic, also eine ganz standardmäßige Funktion, die ihr kennen solltet, ist, wenn ihr auf Ansicht geht und den Navigationsbereich euch anschaltet, dann habt ihr hier so eine ganz normale klassische Suche, wo übrigens hier unten drunter dann auch die ganzen Kapitel, die ihr über die Formatvorlagen gesetzt habt, angezeigt werden. So, falls ihr euch mit diesen Formatvorlagen noch nicht auskennt, da habe ich schon eine Videoserie zu produziert, die werde ich jetzt oben verlinken. Ansonsten schauen wir uns jetzt weiter die Suchfunktion an, und zwar ja, erstmal, um nochmal abzuklären, hier mit dieser ganz normalen Suchfunktion, wenn wir jetzt nach Amazon suchen in diesem Dokument, dann bekommen wir das hier angezeigt, gelb markiert, bekommen das auch hier im Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite angezeigt, also in welchem Kapitel dieses Wort auftaucht. Natürlich ist jetzt hier aus dieser gelben Markierung nicht zu erkennen, ob das jetzt einmal, zweimal oder noch häufiger auftritt. Und wir können jetzt über diesen Pfeil nach oben oder nach unten zu den einzelnen Wörtern springen. Das ist so diese Standardfunktion, die man hier hat. Es gibt aber noch eine Erweiterung und die befindet sich hier auf der rechten Seite. Und das ist die sogenannte erweiterte Suche. Wenn man die hier aufklappt, dann findet man die hier, erweiterte Suche. Und auch hier können wir jetzt, so wie wir es eben gemacht haben, nach Wörtern suchen, können über diesen Weitersuchen-Button von Wort zu Wort springen und wir können das Wort im ganzen Dokument auch über diesen Knopf hier über alles hervorheben. Können wir, genauso wie wir das auf der linken Seite hier gemacht haben, können wir das hier auch machen. Jetzt haben wir eben diese 27 mal Amazon, die im Dokument auftauchen. Die haben wir jetzt markiert, gelb. Das ist schön und gut, aber das ist nichts Neues, weil das können wir über diese Suchfunktion hier auf der linken Seite auch. Was wir jetzt aber können, und das ist eine kleine Erweiterung, und deshalb heißt das auch erweiterte Suche. Ich lösche mal das Wort Amazon hier oben. Wir können nicht nur nach Wörtern suchen, wir können auch nach Zeichen zum Beispiel suchen. Also wenn wir nämlich sagen, wir wollen kursive Schrift im Dokument finden, einfach vielleicht um zu überprüfen, wir haben eine bestimmte Konvention, wie wir Wörter in unserem Dokument formatieren, dass zum Beispiel Fachbegriffe kursiv geschrieben werden und Daten oder sowas fett geschrieben. Und um jetzt sicherzugehen, dass diese Konvention durch das gesamte Dokument eingehalten wurde, habe ich jetzt hier eben kursiv ausgewählt und kann jetzt hier auf Lesehervorhebung alles hervorheben klicken. Und dann macht er das genauso. Also hier steht jetzt, Word hat 5 Elemente hervorgehoben. Wenn ich das jetzt schließe, dann sehen wir, wähle Textes, dich kann genauer alles Wörter, die kursiv geschrieben sind. Und das lässt sich eben nicht nur mit kursiven Wörtern machen in der erweiterten Suche hier, wenn wir auf Format klicken und dann auf Zeichen, sondern wir können das auch mit Fettschrift machen. Oder was natürlich auch super cool ist, Wörter, die fett und kursiv sind. Also da sozusagen in der Kombination. Wir können hier unten noch mit weiteren Optionen arbeiten oder auch nach bestimmten Schriftarten suchen. Also zum Beispiel weiß ich vielleicht, ich habe irgendwo im Dokument aus Versehen noch mit der Arial geschrieben, obwohl ich eigentlich schon eine ganz andere Schrift definiert habe. Und dann kann ich eben über diese Funktion hier nach dieser Schriftart suchen. Das wäre die erweiterte Suche. Die nächste sehr feine Funktion ist, Zeichen zu ersetzen. Auch das findet man hier auf der rechten Seite bei Ersetzen. Und selbst wenn ihr jetzt hier bei der erweiterten Suche seid, könnt ihr innerhalb dieses Fensters über diese Tabs hier oben auch immer noch hin und her wechseln. So, was können wir jetzt zum Beispiel mit Hilfe dieser Ersetzen-Funktion machen? Zum Beispiel können wir nach Wörtern suchen, die falsch geschrieben worden sind, und zwar durchgehend. Und wenn das sehr, sehr viele sind, dann kann das sehr, sehr praktisch sein, mit dieser Funktion zu arbeiten, anstatt
händisch vorzugehen und jedes einzelne Wort zu korrigieren. Da hilft es dann einfach, so einen globalen Befehl zu haben. Also zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, dass das Wort das mit SZ geschrieben worden ist, anstatt mit Doppel-S. Dann können wir hier oben jetzt die falsche Schreibweise eingeben und direkt sagen, wir sollen es ersetzen durch das mit Doppel-S. So, jetzt klicke ich erstmal hier auf Weitersuchen. Das heißt, da würde er jetzt von Wort zu Wort springen. Ich klicke jetzt aber dann auf Alle ersetzen und jetzt zeigt er mir an, 59 Ersetzungen wurden vorgenommen. Das heißt, das ist, ja, hat jetzt nicht mal 10 Sekunden gedauert wahrscheinlich. Und wenn ihr jetzt jedes von diesen 59 Wörtern im Dokument aufgesucht hättet und verbessert hättet, das hätte, ich sag mal, mindestens 5 Minuten gedauert. Was kann man noch machen mit dieser Zeichenersetzen-Funktion? Auf die Art und Weise kann man auch nach doppelten Leerzeichen im Dokument suchen und sie direkt ersetzen. Also es kann immer mal wieder passieren, dass wenn man einen Text schreibt, dass man zwischen zwei Wörtern anstatt einem Leerzeichen aus Versehen zwei setzt. Und das kann man eben auch korrigieren, indem man sucht nach zwei Leerzeichen. Also kann man hier wirklich einfach nur zwei Leerzeichen eingeben. Sieht relativ leer aus, diese Box, aber da sind eben zwei Leerzeichen jetzt drin. Und das wird ersetzt durch ein Leerzeichen. Also ich habe jetzt einmal auf die Leertaste gedrückt. Klicke jetzt wieder auf Alle ersetzen. Und tatsächlich 7 Ersetzungen wurden vorgenommen. Eine letzte sehr, sehr interessante Sache, und das ist schon ja, die ganz hohe Kunst sozusagen, was man mit dieser Ersetzen-Funktion machen kann, das ist eine Absatzmarke ja, zu löschen bzw. zu ersetzen. Also gehen wir mal von diesem Fall hier aus. Wir haben jetzt hier so einen Textabschnitt, der höchstwahrscheinlich aus einer PDF-Datei herauskopiert wurde, wo einfach überall willkürlich Absatzmarken sind. Also die Absatzmarken sind nicht das Problem, aber die Zeilenumbrüche. Und die würden wir gerne jetzt mit einer sehr praktischen Funktion irgendwie wieder herausnehmen und da ein Leerzeichen hinsetzen. Und auch das funktioniert über die Ersetzen-Funktion. Da gibt es jetzt allerdings einen Sonderbefehl sozusagen für, und das ist dieses Dach hier, einmal dieses Dach und dann ein kleines p. Und das sind alle Zeilenumbrüche, die würde er jetzt suchen. Genau, ich mache das einfach mal hier über dieses Weitersuchen. Da sieht man, er springt dann immer von Zeilenumbruch zu Zeilenumbruch. Und jetzt gebe ich hier unten wieder einmal Leertaste, also ein Leerzeichen ein und gehe mal nach hier oben im Dokument. Und jetzt gehe ich auf Weitersuchen. Warum ist er jetzt hier unten? Eigentlich habe ich ihn doch extra hier oben hingesetzt. Danke. Weitersuchen, genau. Und jetzt kann ich hier gucken. Das soll weg, also klicke ich auf Ersetzen, das kann weg, Ersetzen, Ersetzen, Ersetzen. So, und hier soll jetzt vielleicht wirklich ein Zeilenumbruch stattfinden, also klicke ich auf Weitersuchen und dann wieder Ersetzen, 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 Ersetzen. Hier soll er wirklich stattfinden vielleicht, also Weitersuchen und dann wieder Ersetzen, Ersetzen, so lange, bis er wieder stattfinden soll. Und das ist auch eine sehr, sehr praktische Methode, wie man eben Zeilenumbrüche, die zu viel im Dokument sind, korrigieren kann, und zwar auf eine sehr zeitsparende Art und Weise. Ja, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ansonsten kann ich euch jetzt noch zwei weitere Videos oder Playlists sozusagen empfehlen. Die eine, die auf der linken Seite, die geht um Rechtschreibfehler, also die häufigsten Rechtschreibfehler. Und das Video auf der rechten Seite, da geht es darum, wie ihr ein Dokument für den Buchsatz vorbereitet. Ich danke euch fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.